Bundesrat entscheidet am 16.12.2022 über die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen ab 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Finale ist wirklich eingeläutet. Der Bundestag hat am 1. Dezember 2022 die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten und die Erhöhung und Dynamisierung der Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten beschlossen. Damit dürfte auch klar sein, dass der Bundesrat, der ja am 16.12.2022 zu diesem Thema nochmal beraten und beschließen will, hier kein anderes Ergebnis auswerfen wird als das, was im Bundestag schon beschlossen ist. Der Bundesrat hat in einem Vorabbeschluss schon einmal mitgeteilt, dass er keine Bedenken gegen die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten haben wird. Ja, es ist wieder mal auf dem letzten Drücker. Viele fragen sich, warum muss das eigentlich sein? Warum müssen die Politikerinnen und Politiker in unserem Lande wirklich bei der letzten Sitzung diesen Jahres im Bundesrat noch entscheiden, obwohl die Sache ja relativ klar ist? Das hätte eigentlich viel, viel eher passieren müssen. Viele Leute, ich kann diesen Unmut auch tatsächlich verstehen, Planungen stehen an und viele Leute wollten eigentlich vielleicht schon für das Jahr 2023 hier in die Vollen gehen, vielleicht sogar schon einen Rentenantrag stellen oder aber auch diverse andere Planungen in ihrem Leben vornehmen und müssen das jetzt letzten Endes auf dem letzten Drücker machen. Das ist eigentlich eine, gelinde gesagt, eine Sauerei, dass die Politik sich hier so viel Zeit lässt bei einem so wichtigen Thema. Es war ja allgemein bekannt, dass der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen ausgemachte Sache in der Großen Koalition ist. Da hätte einfach ein einfaches Bundestagsverfahren mit einer Gesetzesänderung hier ausgereicht. Und da hätte man das nicht in das 8. SGB-IV-Änderungsgesetz mit reinpacken müssen. Das wäre nicht notwendig gewesen. Aber jetzt haben wir es ja. Am 16.12. entscheidet der Bundesrat über die Abschaffung. Ich gehe davon aus, dass es hier letzten Endes ein Abnicken ist und die Sache durchgeht. Dann unterschreibt der Bundespräsident das entsprechende Gesetz und es wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und dann ist dieses Gesetz sozusagen durch. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.